herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Erlebe deine Stadt. Normalerweise bin ich ja gerne und oft unterwegs und filme von meinen Reisen, von irgendwelchen Kirmes- oder Freizeitparktests und so weiter und so fort. Da das ja im Moment nur beschränkt möglich ist, habe ich mir gedacht, warum nicht eigentlich mal schauen, was so vor der eigenen Haustür so los ist. Denn Hamburg hat eine Menge zu bieten und vor allem auch eine Menge, von dem die Hamburger selber oftmals nichts wissen. Und so bin ich als Auftakt hier in Nähe der U-Bahn-Station Schlump im sogenannten Katzentempel und begrüße neben mir die, ja, die Geschäftsführung, oder? Genau, ich bin Rilana, die Geschäftsführerin hier. So, für alle, die das nicht kennen, was ist der Katzentempel? Genau, also der Katzentempel ist ein Katzencafé bzw. Katzenrestaurant. Das habe ich im Ende Juli 2017 eröffnet und hier wohnen 6 Straßentiger, 6 Katzen aus dem Tierschutz, haben hier ihr Forever Home gefunden und Gäste können reinkommen, wobei im Moment ist ja noch Corona, im Moment sitzen die draußen im Außenbereich, bald aber auch wieder reinkommen, können hier mit den Katzen agieren, was essen und trinken, wir haben eine Vollküche. Und ja, es ist einfach eine schöne Symbiose. Viele Gäste sagen auch, dass bei uns im Restaurant zum Beispiel eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, weil Leute reinkommen und nicht so einen Stress haben. Du kommst hier runter. Es ist ein gewisser Respekt da den Tieren gegenüber. Und deswegen, ja, es ist eine ganz besondere Sache, vor allem hier mitten in der Großstadt einen kleinen Ruhepol zu finden quasi. Und ich glaube, ihr seid auch das einzige Katzencafé hier in Hamburg, oder? Genau, wir sind sogar das einzige Katzencafé im Norden Deutschlands. Und ja, noch. Mal sehen, ob noch welche dazukommen. Aber bis jetzt sind wir die einzigen. Katzentempel ist ja ein Franchise. Ich glaube, der Hauptsitz ist irgendwo in Bayern, in Nürnberg, glaube ich. In München ist der Hauptsitz. In München sogar. Mhm. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt einen Katzentempel auf? Also mein Lizenzgeber Thomas, der in München den Tempel vor, ich glaube, 7, 8 Jahren eröffnet hat, vielleicht sind es sogar mittlerweile 9 Jahre, müsste man einmal schauen, der war tatsächlich damals, glaube ich, in Österreich, in Wien in einem Katzencafé und fand das so toll und hat es dann mit nach Deutschland gebracht. Und bei mir war es so, jetzt vor 4 Jahren, da 2017, ich wollte mich selbstständig machen, wollte was Eigenes machen, ich liebe die Gastronomie und Tiere. Und da fand ich die Kombi mit diesem Konzept einfach perfekt, das beides zu verbinden. Es ist total spannend, wenn ich sage, ich gehe in ein Katzencafé, dann schauen mich die Leute mal ganz irritiert an und sagen, Moment mal, du hast doch gar keine Katze, du brauchst sie doch gar nicht irgendwo hinbringen. Und warum überhaupt ein Café für Katzen? Da muss ich denen erstmal erklären, nein, dort leben Katzen und ich als menschlicher Gast kann dort hingehen. Und man kann ja hier lecker essen. Das Besondere bei euch ist ja, es ist ja zwar eine Vollküche, aber eine vegane Vollküche. Mhm. Und die Katzen tummeln sich ja hier um uns herum. Aber die sind ja nicht immer hier. Sie haben, glaube ich, auch ihren Rückzugsort, wenn es denen zu wuselig wird. Genau, also an sich ist es so, dass die Katzen in ihren Rückzugsraum gehen könnten, aber auch im Gastraum. Ich zeige das auch später noch einmal, zeige ich euch nochmal den Raum und die Katzen auch. Die sind hier auch gerade um uns herum. Es kann sein, dass eine gleich hier noch irgendwie rüberspringt oder so. Die haben sowohl 2 Rückzugsräume, zum einen um einfach so zu chillen oder auch da sind die Toiletten, da werden sie gefüttert. Und im Gastraum selbst haben sie aber auch eine 3. Ebene. Hier ist eine Katzenlandschaft, wo sie drauf rumspielen können, wo sie auch die Leute von oben beobachten können oder wenn es ihnen, gerade am Wochenende ist hier manchmal echt viel los. Wir achten echt immer auf das Wohl der Katzen, aber wenn die sich doch mal denken, meine Güte, es reicht mir jetzt gerade, können die dann auch mal in die 3. Ebene oder in den Rückzugsraum verschwinden. Aber im Endeffekt sind bei uns wirklich fast immer alle Katzen, alle 6 Stück im Gastraum, weil die sich hier einfach wohlfühlen. Es gibt auch Einführungen für Kinder zum Beispiel, wie das Verhalten mit den Katzen ist, wobei wir da auch so ein bisschen auf die Eltern angewiesen sind, dass die uns da auch mit unterstützen, ne? Aber deswegen, die Katzen sind fast immer im Gastraum, das ist deren quasi Wohnung, hier im Wohnzimmer und hier fühlen die sich auch super wohl. Man merkt auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass die Gäste sehr vermissen. Die freuen sich jetzt am Wochenende, wenn außen offen ist oder wenn die Leute dann zwischendurch mal reinkommen und spielen. Das lassen wir natürlich zu oder mal streicheln, weil
die das natürlich einfach gewohnt sind, dass die viel Tumult haben und viele Gäste um sie rum. Und dementsprechend wurden diese Tiere auch eigentlich ausgewählt, ne? Also das sind Tierschutztiere, aber es hätten jetzt auch keine sein dürfen, die total eine an der Klarinette haben oder irgendwie ganz verschüchtert sind. Solche Tiere würde ich auch gerne aufnehmen. Das würde nur für die am Ende kein Gewinn sein, dann sich hier aufzuhalten. Ne? Das muss irgendwie von beiden Seiten stimmen, dass das irgendwie so Rampensäue sind, unsere Katzen, und dass die da auch richtig Bock drauf haben, mit Menschen zu agieren und mit anderen Katzen auch zusammenzuwohnen in so einer Gemeinschaft. Ne? Das wäre jetzt auch mal die nächste Frage gewesen, ob es gewisse Kriterien gibt, als Straßenkatze hierher zu kommen. Und wie kommt denn überhaupt an die Katzen? Also nutzt ihr den Hamburger Tierschutz oder kommen die aus aller Welt zu euch sozusagen? Also wir sind da eigentlich ganz offen. Das müssen halt Tierschutzvereine sein, die wir als gut befinden und die auch Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und unsere Katzen kommen tatsächlich alle aus dem Auslandstierschutz. Wir hätten aber auch Katzen aus dem Süderstraße-Tierheim zum Beispiel genommen, also vom Hamburger Tierschutzverein. Es war nur zu dem Zeitpunkt, als ich eröffnet hatte, beziehungsweise 2 Monate vorher, als ich dann nach einer Katzengruppe gesucht hatte, einfach so, dass die keine passenden sozialisierten Katzen in dem Ausmaß hatten. Und deswegen habe ich dann nochmal weitergeschaut und am Ende mit Auslandstierschutzvereinen zusammengearbeitet. Das ist hier recht Multikulti bei uns. Wir haben 3 aus Irland, eine aus Griechenland, einen aus Ägypten und einen Kater aus Kroatien. Ja, es lebe die Vielfalt. Beim Menschen ist es ja so, dass man ja gewissen Regionen und Ländern auch gewisse Charaktereigenschaften und Temperamente nachsagt. Ist das bei Tieren auch so? Also ich kann zumindest sagen, Rebell, der kommt ja aus Ägypten und er macht seinem Namen alle Ehre. Am Anfang waren sie wieso, ach der süße Kleine und warum heißt der denn so? Und mittlerweile wissen wir warum, das ist ein richtiger Draufgänger. Und ich glaube, das hängt aber auch mit dem Alter zusammen. Also unsere beiden Kater Rebell und Avicii, die sind als letztes auch reingekommen. Der eine kommt aus Ägypten, der andere aus Kroatien und die sind schon ganz schöne Draufgänger. Unsere Iren sind ein bisschen entspannter, muss ich gestehen. Die Nordlichter. Ich glaube, die Iren an sich sind auch entspannter. Das kann also sein. Ja, es passt ja irgendwie so, wenn du mal so an Urlaub denkst in Ägypten und so an schon diese Gastfreundschaft, die man da ja auch erleben kann, passt das ja irgendwo auch. Also da spiegelt sich das ja auch irgendwo wieder. Wenn Gäste hierher kommen, du sagtest ja schon, die können auch mit den Katzen spielen. Also es ist auch schon möglich, mal die Katze anzufassen, wenn sie es denn zulassen. Richtig, da sagst du was Richtiges. Übrigens, also ich probiere in diese Kamera zu gucken, aber zwischendurch, weil die Katzen hier rumrennen und machen und tun, gucke ich immer nach rechts und links, nicht wundern. Hier wird es immer nicht langweilig, auch wenn man hier als Gast sitzt. Und genau, das ist der springende Punkt. Also uns geht es wirklich darum, alles, was den Katzen gefällt, ist erlaubt. Außer, dass man sie den ganzen Tag füttert. Das ist jetzt das Einzige, was jetzt nicht erlaubt ist. Aber ansonsten finden wir es immer ganz gut, wenn man einfach guckt. Man kann ja mit einer Angel, wir haben hier auch Angeln und Spielzeuge, sich langsam antasten bei den Katzen, ob sie Lust haben, das mal auschecken. Oder auch beim Streicheln, dass man mal die Hand hinhält und die Katze schnuppern lässt. Und meistens, wenn man ein bisschen so Empathie spielen lässt, dann findet man heraus, ob das auch gewünscht ist von der Katze. Das werden wir später ausprobieren, dann kriegst du die Kamera an die Hand gedrückt. Und ich will doch mal schauen, ob ich hier nicht irgendwo mal Anschluss finde. Ja, gerne. Apropos Anschluss finden, man kann ja nicht nur herkommen und hier essen und trinken und die Seele baumeln lassen, man kann euch ja auch unterstützen. Oh. Ja, das hast du ja, glaube ich, auch schon gemacht, ne? Wir haben Patenschaften, darauf spielst du, glaube ich, unter anderem an, ne? Genau, es gibt Patenschaften für unsere Katzen, da unterstützt man uns mit einem Spendenbeitrag, da haben wir 3 verschiedene Varianten, 15 oder 25 Euro, kriegt dann dafür ein paar Gadgets, zum Beispiel eine Tempeltasse. Hier seht ihr das Logo übrigens, das ist dann auch auf der Tasse drauf. Postkarten von den Katzen, Special Playtime sogar bei der 25 Euro Variante. Also, dass man hier zu einem Zeitpunkt herkommen darf, wenn hier kein anderer ist und die Katzen ganz für sich hat. Und
Man kriegt auch Prozente auf unser Essen dann, wenn man so eine Patenschaft hat. Das ist ein monatlicher Beitrag, den man zahlt, der für ein Jahr abgeschlossen wird. Und ja, was für uns natürlich toll ist, ist, wir sind ja nicht nur eine Gastronomie, wir haben Ausgaben, die haben andere Gastronomen nicht. Nämlich Katzenfutter, Katzenstreu, vor allem der größte Batzen ist eigentlich, sind die Tierarztkosten. Jeder, der ein Haustier hat, weiß das, ne? Genau, das also so. Ist ja Wahnsinn. Richtig, zum Beispiel unser Kater Liffy, der ist ein bisschen schusselig, der kommt aus Irland, wobei das jetzt nicht darauf bezogen ist, dass er Ire ist. Der zum Beispiel, also wir wissen ja nicht, was die als Babys oder Kitten erlebt haben, aber der ist halt ein bisschen mit seinem Gleichgewichtssinn und so nicht alles am Start und der hat sich relativ am Anfang direkt sein Hinterbein zertrümmert und das war ein richtiger Batzen an Geld, das wir zahlen mussten. Und wir machen natürlich alles, damit es den Katzen gut geht, aber primär gehen diese Spenden, in Anführungszeichen, für die ihr auch was Kleines kriegt, dann einfach in diese Tierarzt- und Tierfutterkasse und für schlechte Zeiten holen wir es dann raus. Man kann dann die Patenschaft für eine der 6 Katzen abschließen, aber natürlich wird dann nicht nur die eine Katze davon unterstützt, sondern es wird auf alle verteilt, wo es gerade gebraucht wird, genau. Der Stoffbeutel mit eurem Aufdruck ist übrigens der Hingucker schlechthin. Ich bin schon mehrmals gefragt worden, wo der herkommt. Und, cool, ja, überhaupt. Den gibt's auch noch. Stimmt, den kriegt man auch beim Abschluss von der Patenschaft. Wir haben nämlich einige Merchandise-Artikel auch noch, genau. Ich will gar nicht groß auf die letzten anderthalb Jahre eingehen, weil wir genug über Corona gehört, gesehen und geredet haben. Aber nur als Kommentar, ich finde es sehr beruhigend, dass es euch weiterhin gibt. Und ihr habt ja auch immer uns auf dem Laufenden gehalten durch eure Facebook-Seite. Wie findet man euch denn auch auf Social Media? Genau, also man findet uns als Katzentempel Hamburg auf Facebook auf jeden Fall. Und wir haben also alle Katzentempel, es gibt mittlerweile 6 Katzentempel, die haben alle eine eigene Facebook-Seite. Und bei Instagram ist es so, dass wir eine gemeinsame Seite haben. Das ist dann einfach der Katzentempel auf Instagram und da wird über alle Katzentempel gibt es da News. Also sei es bei uns hier im Norden oder wir haben noch einen Katzentempel in Leipzig, also nicht wir, sondern das Franchising. Und es gibt noch 4 weitere Katzentempel in Bayern. Und genau, da gibt es immer mal zu verschiedenen Tempeln und was es gerade so gibt bei allen News. Und genau, wir haben ja die letzten anderthalb Jahre nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wir haben eine ganz tolle Fanbase und haben tatsächlich 1 bis 2 Mal wöchentlich sogar ziemlich lange immer einen Livestream gemacht, so halbe bis Stunde. Und haben da die Zuschauer daran teilhaben lassen, was hier bei uns im Tempel passiert, wie die Katzen drauf sind, haben mit denen gespielt und die beschäftigt. Und das kann man, wenn man möchte, sich auch immer noch nachschauen, die Videos auf der Facebook-Seite oder auch bei YouTube, glaube ich. Für die vielleicht blinden Zuschauer in meinem Kanal, es lohnt sich auch für euch, weil Rilana und Felix? Heißt Sören. Das? Sören, wie komme ich noch auf Felix? Mein Geschäftspartner, genau. Und Sören sind sehr kommunikativ und erzählen sehr viel, was man im Video sieht, wen man im Video sieht. Und das ist, auch wenn man nicht sehen kann oder es nicht gut sehen kann, auf jeden Fall ein Besuch und ein Anschauen wert. Okay. Ganz kurz, weil es ist ja hier auch, man kriegt ja was zu essen und zu trinken. Was sind denn so eure Spezialitäten oder eure Highlights, wenn ich jetzt sage, ich komme hierher, was muss ich unbedingt ausprobieren? Gut, dass du nochmal das Essen kurz ansprichst. Einmal wollte ich noch kurz sagen, du hattest ja schon erwähnt, dass bei uns alles vegan ist, aber nur alles für die Menschen ist vegan auf der Speisekarte. Die Katzen kriegen Fleisch, also das ist artgerecht und so, keine Sorgen, was das betrifft. Wir schreiben es nur den Menschen vor. Nein, es ist wirklich sehr lecker. Wir haben größtenteils nicht vegane Gäste. Tatsächlich. Ja, dazu zähle ich mich dann mal auch. Genau, und ich finde es irgendwie total schön, weil wir wollen überhaupt nicht das jemanden aufdrängen in dem Sinne, sondern wir bieten es an und wir überzeugen damit aber auch viele Leute. Also ich würde sagen, was auf jeden Fall sehr cool ist, ist unser Kuchen, weil da schmeckt man den Unterschied überhaupt nicht, ob es vegan ist oder nicht. Wir hatten hier auch schon ein paar ältere Damen sitzen, die meinten, es wäre der beste Apfelkokoskuchen, den sie jemals gegessen haben. Und dann habe ich ihnen danach gesagt, ja, da ist noch nicht mal Milch und so drin. Und da waren sie ganz fasziniert. Und wir haben auch für Leute, die sich glutenfrei ernähren, haben wir immer eine Option in der Kuchenvitrine und auf der Hauptspeisenkarte sowieso. Genau, wir haben sehr leckere Burger und Sandwiches und Curries. Also
Also da ist auf jeden Fall einiges dabei. Und wir hantieren nicht so viel mit Ersatzprodukten. Das ist vielleicht ganz besonders. Sondern machen dann einfach was anderes da draus oder lassen das Fleisch weg oder genau. Ich überlege gerade, ich hatte Nudeln in Tomatensoße. Ne, war aber noch in, irgendwas in Hummus, so, bestimmt in Kichererbsensoße. Genau, ne? Kichererbsensoße, ja. Genau. War auf jeden Fall sehr lecker und mal was ganz anderes. Cool, genau, das Hummus die Basis gewesen, das dann als Soße und da drauf Ofentomaten. Genau. Ja. Cool, freut mich zu hören. Jetzt ist Avicii gerade hinter dir. Und findet dich ganz spannend. Also oben so. Ach so. Auf einer Höhe mit deinem Kopf ist er gerade. Darf ich da mal kurz hinfilmen oder ist ja, das doof? Dann seht ihr auch mal Katzen. Das ist ja eigentlich das, was die Leute meistens wollen. Ach so, warte mal. Das ist natürlich bescheuert, wenn ich das so rummache. Ich kann das hier einfach umdrehen, oder? Pass auf, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt das Interview einfach schnell zu Ende. Ah, ganz schnell. Okay. Und dann okay. Warte, ich will das trotzdem noch einmal so ja, klar. machen. So, jetzt kriege ich es auch hin. Da ist er dahinter. Ich bin nicht so der professionelle Kameramann. Oder Kamerafrau. Genau, wir widmen gleich einfach noch ein bisschen, ein paar Minuten den Katzen, beziehungsweise ist das dann auch ins Interview an manchen Stellen reingeschnitten. Das sage ich jetzt an der Stelle schon mal. Das ist super, ja. Ich versuche es zumindest. Also ich, für die, die meinen Kanal noch nicht so lange verfolgen, ich filme ja blind eigentlich. Eigentlich heißt, wenn ich nicht mal die Kamera kurz jemandem anderes gebe. Und bis jetzt habe ich auch seltenst mal Hand angelegt an die Videos. Also wirklich wurde das so veröffentlicht, wie es auch abgedreht wurde. Aber bei so Situationen wie hier bietet es sich einfach an, Sachen reinzuschneiden, ein paar Katzen oder so. Und das will ich hier mal versuchen, ob es mir gelingt. Das dürft ihr dann gerne kommentieren. Was ich natürlich noch nicht erwähnt habe, aber auch weil ich zwar weiß, wie ich zu laufen habe und wo ich hingehen muss, aber ich bin nicht so der Straßen-Hausnummern-Mensch. Wo findet man euch denn in Hamburg? Ja, gut, dass du es fragst. Also, du hast ja schon gesagt, dass es in der Nähe von der U-Bahn Schlump ist und die richtige Adresse oder die ganz genaue Adresse lautet Kleiner Schäferkamp 24. Und wenn man U-Schlump aussteigt, muss man wirklich nur einmal über die Straße gehen. Da ist dann das Haus des Sports und irgendwie ein, zwei Minuten gehen und dann ist man schon hier. Man kommt auch mit der S-Bahn hierher von aus Richtung Sternschanze. Da ist man auch ganz schnell da. Also wir sind im ruhigen Teil der Schanze, kann man fast sagen. Wo es keine Nachtpartys und keine Krawalle gibt. Genau, also ganz ehrlich, also das war mir auch sehr wichtig bei der Suche von der Location. Ne? Also mitten auf dem Schulterblatt hätte ich das jetzt nicht gemacht, weil da hätte ich immer ganz doll Angst um die Katzen gehabt. Aber hier sind wir irgendwie so gut angebunden, dass hier was los ist und weit genug weg, dass uns was passieren kann. Auf jeden Fall. Was sind so irgendwelche Aktionen, die in nächster Zeit geplant sind? Irgendwas, worauf du noch hinweisen möchtest, abschließend? Gerne. Also es ist ja gerade irgendwie alles eine neue Aktion gefühlt durch Corona, sogar die Wiedereröffnung. Aber also im Moment haben wir den Außenbereich ja auf. Demnächst wird dann der Innenbereich dazukommen. Wenn ihr dazu Infos habt, weil ich auch nicht genau weiß, wann das hier ausgestrahlt wird, schaut am besten immer auf unserer Facebook- oder auf unserer Google-Seite. Da seid ihr dann auf dem neuesten Stand. Und ansonsten haben wir ganz tolle Sachen eigentlich auch letztes Jahr noch gehabt, als wir noch aufhaben durften. Wir haben Porsum Dinner. Das ist einmal im Monat ein Dinner abends, ein Drei-Gänge-Menü, wo man hier ganz exklusiv mit nur ein paar Tischen, natürlich jeder einzeln dann für sich mit ein bis vier Leuten sitzen und ein Drei-Gänge-Menü in Anwesenheit der Katzen genießen kann. Das machen wir. Und ansonsten werden uns bestimmt auch wieder ein paar Sachen einfallen. Wir haben Ende Juli, glaube ich, unser Vierjähriges. Letztes Jahr haben wir da eine Vernissage gemacht mit schönen Bildern. Mal sehen, ob wir da dieses Jahr auch wieder was Besonderes machen. Aber erstmal freuen wir uns jetzt, uns auf die Eröffnung des Innenbereichs gut vorbereiten zu können. Während des Lockdowns, also erwähne ich es ja doch nochmal die Zeit vorher, gab es ja immer am Wochenende so Lunchboxen, Brunchboxen, sag ich mal, Sachen, die man sich abholen kann. Bleibt das weiterhin auch für die Leute, die sagen, möchte gerne Katzentempelessen zum Mitnehmen? Gut, dass du es fragst, Dankeschön dafür. Also erstmal haben wir jetzt die Brunchboxen in dem Sinne eingestellt, weil wir auch gemerkt haben, dass es zum Schluss hin weniger wurde mit den Vorbestellungen, weil die Leute einfach raus wollen und dort vor Ort sitzen wollen. Das merken wir jetzt auch hier am Wochenende.
Man kann aber gerne weiterhin auch ganze Brote, ganze Kuchen oder herkommen, sich Kuchenstücke abholen zu den Öffnungszeiten und rausholen oder auch gerne vorbestellen. Wir machen auch gerne Kuchen, sogar Hochzeitstorten oder mit Aufschriften auf Vorbestellung. Und wenn jemand ganz unbedingt noch Brunch haben möchte, dann, ich habe mir letztes Wochenende zum Beispiel auch für zwei Mädels einfach einen Brunch ausgedacht, eine Brunchbox, wo ganz viel Variation drin war, und das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Und unsere Speise, alles was auf der Speisekarte steht, kann man auch gerne to-go kriegen, das ist gar kein Problem. Der Katzentempel in Hamburg, eine wirklich außergewöhnliche Location, die, egal ob man jetzt Hamburger ist, neu dazugezogen oder einfach nur Gast, ein Besuch wert ist. Ich sage vielen herzlichen Dank und ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht. Ich gehe jetzt eine Runde spielen. Vielen Dank. Danke ebenfalls. Ja, achso, die Katzenlandschaft wollte ich ja noch einmal, kann ich mal von hier machen. Hier zum Beispiel, da sind auch die Rückzugsräume, da kommen hier die Treppen und so raus. Die können also auch oben überall lang gehen. Da ist der zweite Rückzugsraum. Die haben auch immer oben und unten so Eingangslöcher, sag ich mal. Und hier natürlich sogar mit Treppe und allem Möglichen können die da oben rumspringen, da hinten auch nochmal. Genau, hier an der Seite ist nochmal so eine Infowand mit Tierschutzthemen, mit Büchern, mit Büchern zum Thema Katzen. Da oben ist auch Blind durch Hamburg, deine Flyer sind hier auch mit. Das ist eine Ausnahme. Eigentlich machen wir nur Tierschutzthemen, aber das haben wir mit dazu genommen, weil wir es so cool fanden. Und wenn wir wieder aufhaben und die Corona-Maßnahmen sich ein bisschen, ja, normalisiert haben, haben wir hier eigentlich auch Katzenausmalbilder mit den Namen von unseren Tieren für unsere kleinen Gäste. Hier, also, Mello ist nämlich eher so eine Angeltante. Mhm. Ich habe hier gerade so eine Angel geholt, also es ist tatsächlich so eine, hier. Ja. Und die ist relativ lang und da hängen Federn dran. Ich glaube, jetzt hat sie gerade schon, ne? Genau, sie hat schon. Und dann kann man immer sie so ein bisschen machen lassen und danach einfach wieder wegziehen. Also ein bisschen Action braucht sie auf jeden Fall. Dann kann man auch ein bisschen hin und her. Oh, jetzt kommt auch Liffy sogar. Jetzt haben wir alle Katzen auch nochmal drauf gehabt. Genau, und du kannst auch, also wenn sie die gleich hat, sie so in die Hand nehmen und immer so ein bisschen hoch und runter machen zum Beispiel. Genau, nur vorne würde ich es einmal ein bisschen abstellen. Die ist nämlich sehr lang und ja. Das ist auch ganz geil, weil dann kannst du hier anpassen und dann, genau, dann habt ihr da so ein bisschen Abstand. Ja, cool. Und dann kannst du auch ein bisschen schneller hin und her nach vorne oder nach links und rechts, weil Liffy ist nämlich auf der anderen Eis, hat Liffy auch. Jetzt hast du schon drei Katzen bei dir, die daran interessiert sind. Sind drei. Cashier ist jetzt auch da. Ach so, auch. Naja, super. Jetzt kommt Mello richtig in Schwung hier. Liffy ist jetzt dran. Und jetzt schon mal an die Zuschauer, also nicht wundern, es sieht bei uns ein bisschen kartonmäßig aus, weil wir im Livestream eine Kartonblock eröffnet haben, namens Footing. Deswegen sieht es hier so ein bisschen chaotisch aus. Footing müssen wir leider, wenn wir drinnen aufmachen, wieder abbauen. Mello ist hier gerade im Bahnhof. Man muss sich irgendwie zu beschäftigen wissen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah, hinter dir ist auch noch Rebell, der liegt jetzt auf dem Tisch. Boah, und Avicii, wie süß. Der fordert das richtig ein gerade, ne? Ja. Ja, Avicii ist jetzt 1,5 Jahre alt, das ist unser Jüngster. Auch der Kleinste, oder? Ja, der ist noch klein, aber beziehungsweise also Mello und Cashy, unsere zwei Mädels, wir haben 4 Jungs und 2 Mädels. Das war mal ausgeglichen, aber ist es jetzt irgendwie nicht mehr. Unsere Mädels sind ein bisschen kleiner und Avicii ist noch klein, aber ich glaube, der wird noch. Ich filme einmal kurz Rebell hinter dir, weil der war nämlich auch mal ganz klein. Und jetzt ist er zu einem großen, stattlichen Kater geworden. Hier, das ist der Ägypter, von dem ich vorhin sprach. Der heute gar nicht so rebellisch ist, wie ich angekündigt hatte. Das war auch mal ganz nett. Ui! Ja, das ist ihr
gesagt, das kann sie gut. Entweder sie hat gar keinen Bock auf einen oder sie putzt einen. Gut. Ja, super, dass wir das auch nochmal geklärt haben heute. Ganz gut.